Liebste Ursel, für meinen nächsten Besuch möchte ich, dass Sie mir etwas ganz Besonderes kredenzen, und zwar meine eigens entwickelten Muffins. Hierfür benötigen Sie 300 Gramm Mehl, 3 Teelöffel Backpulver, 200 Gramm Zucker und 2 Eier. Das Ganze muss dann ganz ordentlich durchgeschlagen werden. So. Nun kann ich leider nicht weiterschreiben, weil mir die Tinte ausgegangen ist. Aber das ist kein Problem, denn ich stehe ja bereits neben Ihnen. Oh, Gray. Ah. Sie sehen so verdammt gut aus. Ich weiß. Wenn ich Sie wäre, würde ich mich auch toll finden. Als nächstes brauchen wir für die Muffins 300 Gramm Buttermilch und noch 50 Milliliter Öl. Und das Ganze wird nun kräftig wieder durchgeschlagen. Und nun kommt der besondere Clou, nämlich der Earl Grey Noblesse. Er besticht durch seine besondere Lavendelnote. 2 Handvoll in den Teig. So, nun wird der Teig in die Förmchen gefüllt. Der Teig reicht für ungefähr 12 Muffins. Und nach 25 Minuten bei 180 Grad haben Sie diese Köstlichkeiten auf dem Tisch stehen. Oh, das heißt, danke. Der Muffin. Und die ausführliche Rezept für euch zum Nachkochen, wie immer hier unten auf die Link. Zum Anklicken. Klick.